back to a new YouTube video. And today we are going to talk about the Info Day of our university. We will be giving you a tour around the university, encouraging new students to enter into this university. So join us and come with us. Let's go. Wie hat euch denn der Rundgang so gefallen durch die Uni? Also ich fand den Rundgang eigentlich richtig schön. Es ist so schön offen alles und so voll modern. Also ich bin das gar nicht gewohnt von den Unis, die ich sonst jetzt so kennengelernt habe. Ich weiß nicht, mir gefällt es eigentlich auch, weil es halt relativ klein, aber trotzdem dadurch ein bisschen intimer. Es ist sehr klein, also man fühlt sich sehr schnell wohl, finde ich. Ja, stimmt. Und auch die ganze, also Street-Art-mäßig ziemlich cool gestaltet. Ja. Es ist mit sehr vielen Details versehen, wo man halt immer wieder was sieht und was Neues entdeckt und halt sehr offen. Dass man sich gleich wohlfühlt. Ja, also man stellt sich ja eine Hochschule eher so ein bisschen größer vor oder eine Uni. Aber das ist ja eigentlich hier nur so 3 Etagen und relativ klein und ist eigentlich echt sehr gemütlich. Also mir gefällt es hier sehr gut. Es ist alles sehr hell und offen und es wirkt nicht so richtig wie so eine klassische Universität. Also ich studiere momentan an der Universität eben und da sind eben diese klassischen Vorlesungsräume mit diesen Stufen und das ist alles sehr anonym und eigentlich könnte man da auch durchs Studio kommen, ohne mit irgendjemandem sich wirklich zu unterhalten. Und ich finde, hier wirkt es so ein bisschen vertrauter in Anführungszeichen und offener und eben freundlicher. What do you think of our university? The first impressions, the first, yeah. I thought it was really cool to see how open the space was built and architectured. I think it's cool that all of the rooms have like glass windows. That was something that really stood out to me, that it felt like always you were kind of connected to everything around you and you're not like closed off in a room. Mm-hmm. And that there are also many different spaces, that you have quiet places where you can study, and that there are also spaces like this one where it's like huge and you can connect with other people and do like group works, group projects together, and I think that it's very diverse and very cool to see.
So thank you guys for watching the video. That's InfoTalk for you guys. We hope you had as much fun as we did filming this video. So I hope you give us your thumbs up and subscribe. Dorokistene. Deberías suscribirte. Subscribe, KJ. Abonnieren. Thank you. Bye. Bye.